Es hört sich fast unglaublich logisch an, was da passiert ist. Trotzdem muss man sich immer wieder ins Bewusstsein bringen, dass Trump die Wahl ja eigentlich gar nicht gewonnen hat. Wieso? Nur weil eine 3 Millionen Stimmen. Ja. Verloren. Genau. Zumindest konnte besser rechnen als die andere Seite, die ihre Energie in Staaten verplempert hat, die ohnehin eine gemähte Wiese waren. Ja, aber tatsächlich ist es wichtig. Es ist wichtig, also, glaube ich, dass es noch eine andere Hälfte gibt. Und die Frage ist, was ist mit dieser anderen Hälfte jetzt? 60%. Passiert. Wenn wir nach den Gründen fragen, Sie haben jetzt schon ganz viele Gründe genannt, dann bleibt trotzdem noch die Tatsache bestehen, es hätte auch anders aussehen können. Es hätte auch ganz knapp anders ausgehen können. Und dann hätten wir jetzt eine andere Situation, was sich uns jetzt darbietet, ist die Tatsache eines Präsidenten, der wahrscheinlich auch zu seiner eigenen Überraschung, und so viel Strategie war dann doch nicht dabei, auch das Quäntchen Momentum, die E-Mail-Affäre, solche Sachen, es gibt Russland, ja, wir reden auch noch über Russland, zumindest über das, was da untersucht wird. Es hätte auch anders ausgehen können und jetzt sind 2 Jahre vergangen und alle haben gehofft, dass zumindest bei den Midterms deutlich wird, dass es hätte anders ausgehen müssen. Ja? Und jetzt, wenn man sich das anschaut, und ich will Sie bitten, die Midterms anzuschauen, nicht nur als Ergebnis einer Wahl, sondern im Grunde genommen auch so etwas wie so eine Art Testlauf eines bestimmten politischen Diskurses, weil auf der einen Seite haben wir politische Ergebnisse, aber auf der anderen Seite haben wir auch kulturelle Auswirkungen. Denn worauf alle im Wahlkampf geachtet haben, war, wie reagiert die Wählerschaft, und das ist ja immer bei den Midterms so, es ist ja eine Art Lackmustest, wie reagiert die Wählerschaft auf das, was mit den Versprechungen passierte, auf das, was sozusagen politisch umgesetzt wurde und natürlich auch, wie man sich in den 2 Jahren überhaupt verhalten hat. Die große Hoffnung der Demokraten war natürlich, dass es eine große Gegenreaktion gibt. Das Ergebnis ist gemischt, um es vorsichtig auszudrücken. Wie schätzen Sie das ein? Also ich war zufälligerweise in New York am Abend des Midterms und ich schaute Fernsehen mit 2 guten Freunden, die beide Professoren an der Columbia Universität. Ich war aus ganz anderen Gründen auf einer wissenschaftlichen Tagung. Wir sagten zusammen, der Mann ist Engländer, aber der wohnt seit über 40 Jahren in Amerika. Und am Wahlabend wird er immer weiter deprimierter, weil er sagte, ich habe so gehofft, das war ein Unfall, das war eine Panne. Und es zeigt sich jetzt, dass er doch wirklich Rückhalt hat. Und das war erstmal mein Gefühl, das war also von meiner engsten Umgebung, das waren wir alle so. Und dann habe ich mit einer Freundin gesprochen in Detroit, die auch sehr viel im Süden arbeitet und als Aktivistin, also antirassistische politische Arbeit. Und sie sagte, ihr auf die Küsten kapiert nicht, was hier wirklich los ist. Ich habe das überhaupt nicht als Paner gesehen vor 2 Jahren und ich sehe die Wahlen ganz anders. Die sind eigentlich sehr positiv, denn erstens haben wir tatsächlich mehr gewonnen als, also gut, es wäre ein Wunder und es wäre wunderbar gewesen, wenn Throw the Bastards Out irgendwie völlig passiert wäre. Aber sehen Sie mal, was passiert ist. Im tiefsten Süden haben 4 fortschrittliche Kandidaten, 3 davon schwarz, fast gewonnen. In Florida und Georgia weniger als 1%, wo nachweislich Wahlfälschungen unternommen wurden. In Mississippi und Texas auch wirklich sehr knapp.
Und viele andere interessante neue Kandidaten, sehr viele Frauen, die erste Native American. Also es ist tatsächlich, und gerade da in dem sogenannten Heartland, ist da viel Fortschritt. Es gibt neue, junge Leute, die in die Politik gehen, aus Protest, weil Leute endlich mal kapiert haben, es geht nicht nur um die Nationalpolitik, es geht um die bundesstaatliche Politik, weil die Bundesstaaten bestimmen die Wahlgänge. Ich weiß nicht, inwieweit man das ins Detail gehen möchte hier, aber es ist tatsächlich so, dass die Republikaner, gerade weil diese anscheinend unwichtige Positionen in den Bundesstaaten kontrolliert haben, dass sie dafür verantwortlich sein können, dass die Demokraten 11 Millionen mehr Stimmen jetzt bei den Midterms bekommen haben und trotzdem nicht prozentuell so viel gewonnen haben im Kongress. Also endlich mal haben die Demokraten kapiert, was die Republikaner vor Jahrzehnten schon wussten. Man muss wirklich unten anfangen, in den Bundesstaaten. Und das ist passiert weitgehend. Also ich bin da wirklich nicht so pessimistisch. Teilen Sie noch ein bisschen? Ich würde gerne noch mal wieder einen Schritt zurückgehen und noch mal ganz kurz in die Ursachenanalyse reingehen. Die USA haben ein Problem, und das Problem ist nicht nur Donald Trump, sondern das Problem beginnt sehr, sehr viel früher. Und das Problem hat begonnen bereits in den 70er und 80er Jahren, wo wir erstmals beobachtet haben, dass die Einkommen immer jedes Jahr ungleicher wurden. Das heißt, immer weniger und weniger Amerikanerinnen und Amerikaner haben partizipiert am wirtschaftlichen Aufstieg. Und diesen wirtschaftlichen Aufstieg hat es nach wie vor gegeben in den letzten 40 Jahren. Also das ist das eigentliche Problem in meinen Augen aus wirtschaftlicher und aus sozialer Sicht. Das ist, dass die Partizipation der Amerikanerinnen und Amerikaner Jahr für Jahr zurückgegangen ist. Wir haben das als Sozialwissenschaftler beobachtet in den frühen 80er Jahren. Ach so, die Einkommen werden immer ungleicher, die Vermögen werden immer ungleicher und irgendwann haben wir uns dann dran gewöhnt. Ach, im 20. Jahr sind die Einkommen wieder ungleicher geworden, im 30. Jahr sind sie wieder ungleicher geworden. Aber irgendwo musste dann auch mal natürlich eine politische Reaktion kommen darauf. Dass das natürlich nicht die richtige politische Reaktion ist, die wir da sehen, das ist ja auch klar. Aber es ist ja ganz klar, dass es so nicht weitergehen konnte. Das Zweite, Herr Brammel, Sie haben es angesprochen, dann kam die Wirtschaftskrise von 2008 dazu. Zu diesem Zeitpunkt hatten ein Großteil der Amerikanerinnen und Amerikaner, mehr als die Hälfte, seit einer Generation keine Einkommenszuwächse mehr gesehen. In einem Land, in dem seit 250 Jahren jede Generation ungefähr ihr Einkommen im Vergleich zur Generation vorher verdoppelt hat. Das heißt, hier ist ja was ganz Grundlegendes passiert in den USA in den letzten 30 und 40 Jahren. Und das ist, dass der amerikanische Traum nicht fortgeschrieben wurde in den letzten 30 oder 40 Jahren, was die Einkommensentwicklung angeht, aber, meine Damen und Herren, viel dramatischer noch, auch was den American Dream im Kern angeht. Wenn wir die PISA-Studien betrachten, die wir ja alle mit Interesse aufnehmen, auch für Deutschland, die PISA-Studien sagen ja nicht nur etwas über den Bildungsstand an, im Vergleich Bayern, Bremen, oder Deutschland, Südkorea, sondern die PISA-Studien sagen ja auch etwas darüber aus, welche Chance ein Kind mit 5 oder 6 Jahren hat, wenn es aus einer bildungsfernen Familie kommt, welche Chance dieses Kind hat, eines Tages Abitur zu machen oder einen Studienabschluss. Wissen Sie, wo die USA stehen? Bei der sozialen Mobilität im Bildungssystem. Auf Platz 34 von 35 Plätzen. Und das ist eines der reichsten Länder der Welt. Und hier gibt es eine ganze Generation, die nicht mehr am Wohlstand partizipiert hat. Und es gibt eine ganze Generation, die dort heute aufwächst und die real im Vergleich zu allen anderen reichen Ländern dieser Welt eigentlich kaum eine Chance haben, die soziale Mobilität zu leben. Und das ist ja der Kernbegriff
der amerikanischen, auch kulturellen Identität. Das ist kaputt gegangen. Und damit müssen wir uns beschäftigen. Im 20. Jahrhundert hat es darauf zwei Antworten gegeben. Entweder die der Zwischenkriegsjahre, wir ziehen die Grenzen hoch, wir sehen Feinde in unserer Bevölkerung ethnisch, wir sehen Feinde im Ausland. Oder es hat die moderne Antwort nach dem Zweiten Weltkrieg gegeben. Und das heißt, wir öffnen uns der Welt gegenüber, wir schaffen einen Sozialstaat, wir schaffen Möglichkeiten für Partizipation. Die Demokraten im letzten Präsidentschaftswahlkampf haben für Bildung gesprochen, haben für Healthcare gesprochen. Sie sind eigentlich den Weg konsequent fortgelaufen, den der Social Contract nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich bedeutet hat. Und dann gab es einen Herrn Trump, der hat Lösungen angeboten wie in den Zwischenkriegsjahren. Grenzen nach oben, Unterstützung im Inneren nicht, Feinde, ethnisch wie auch im Ausland. Das ist die böse Wahrheit, aber das bedeutet eben auch, dass wir sehr ernsthaft eben nicht über Herrn Trump nachsprechen müssen, sondern über soziale Mobilität, über Chancen und über Einkommensungleichheit. Das ist es, glaube ich, was die Aufgabe sein wird, nicht nur in den USA übrigens, sondern in vielen anderen westlichen Industrieländern. Könnt ihr das jetzt gut nehmen? Und wieder mit der Eingangsfrage Zwischenwahlen, wie geht es denn dann weiter? Wie wirkt sich das bei Wahlen aus? Bisher, seien wir doch ehrlich, war es ja auch bei uns so, dass die, die schlechte Bildung hatten, damit auch schlechtes Einkommen hatten, die beiden Faktoren korrelieren, das heißt, als Ursache-Wirkung nicht so genau geklärt, aber die hängen zusammen, dass die auch nicht gewählt haben. Das war die gute alte Zeit. Und jetzt wählen die auf einmal. Das war mein Denkfehler. Ich gebe es zu, obwohl ich dieses Buch geschrieben habe, obwohl ich diese... Ich würde deinen Gedanken gerne ausführen. Ich glaube, ja. Sie können sich das so lange merken. Sie sind ich nicht so lange, ich habe nur einen zweiten Bildungsweg gemacht, ich weiß eben auch was von dieser sozialen Mobilität und habe es Amerika zu verdanken, dass ich eben bei uns auch durch Decken gebrochen bin, die ich in Deutschland nicht geschafft hätte. Umso härter trifft mich das, dass ich das selber analysiert habe, diese gravierenden sozialen und damit auch wirtschaftlichen und politischen Verwerfungen. Trotzdem habe ich einen Denkfehler gemacht, weil ich nicht ganz ohne Zorn und Eifer analysiert habe. Ich habe bis zum April des Wahljahres doch noch gedacht, ja, die schafft es, ist eine schlechte Kandidatin und macht den Fehler. Aber meine Analyse, die Latinos werden wegen des Rassismus dann in den entscheidenden Staaten doch wieder dafür sorgen, dass eben dieser chauvinistische Kandidat ähnlich scheitert, wie McCain gescheitert ist und Romney. Die waren auch beide sehr chauvinistisch. Das vergessen wir. Wir haben ja beide jetzt zu Heiligen erklärt. Nein, waren sie auch nicht. Die haben Trump den Weg gezeigt. Das war mein Denkfehler, weil ich unterschätzt habe, dass diese Gruppen von ihrem Heilsbringer enttäuscht waren. Die Latinos und die schwarze Bevölkerung. Die haben gesagt, wenn der nichts regelt, dann bleibe ich zu Hause. Und das haben viele gemacht, das war das eine Problem. Clinton, und was ich total unterschätzt habe, das war der andere Faktor, dass eben viele, die sich schon aus dem System verabschiedet hatten, nach dem Motto, wenn ihr euch nicht um uns kümmert, dann scheren wir uns auch nicht um die Politik, dass Trump die reingeholt hat mit den Mechanismen, die ich eingangs schon geschildert habe. Und jetzt haben wir bei den Kongresswahlen massive Beteiligung. Jetzt merken die Leute, ja, es geht doch um mehr, als wir denken, das könnte doch noch sehr viel schlimmer kommen, was er da macht. Er zieht es jetzt durch mit Mauer bauen und dieses und jenes. Was ist, wenn er jetzt dann die Wahlen, doch jetzt auch die Kongresswahlen gewinnt? Und das hat es sehr viele mobilisiert. Die ganze Bandbreite, die sie genannt haben, jetzt wieder. Aber was wir unterschätzt haben, was viele unterschätzt haben, die Amerika nicht als religiöses Land wahrnehmen, ich habe es ihnen versprochen, und was wir auch unterschätzt haben, war die Mobilisierung der MeToo-Bewegung für Donald Trump. Es geht um die Ecke. Da ist einer, ein Supreme Court-Kandidat, Kavanaugh, dem vorgeworfen wurde, dass er Vergewaltigung versucht hat oder was auch immer. Und der wurde auf Kurs gehalten. Und das hat einen Kulturkampf wieder belebt und damit auch die christlich-Rechten wieder aufgeweckt, die ihn schon einmal gewählt haben.
Die haben gesagt, ja, wir halten uns die Nase zu, ihr greift Frauen in den Schritt und macht dieses und jenes, aber hier geht es um Leben und Tod. Das ist der einzige Kandidat, der für das Recht auf Leben steht. Er hat mit christlich-rechten Führern einen Deal gemacht, wenn ich Präsident werden sollte, dann nehme ich nur von der Liste, die ihr mir gegeben habt, Richter, die ich dann an den Supreme Court nominiere, um dieses für viele christlich-rechte Wählerinnen und Wähler unsägliche Abtreibungsurteil aus dem Jahre 73. Das bewegt Amerika, das ist die Christian Right, das sind Moral Issues und das hat Trump ins Weiße Haus gebracht. Vieles von dem, was wir besprochen haben, passt und es passt umso stärker, solange das Fressen, würde Brecht sagen, noch einigermaßen gesichert ist. Die Wirtschaft ist noch nicht so schlecht, dass es nicht doch nur um The Economy Stupid gegangen wäre. Erst das Fressen und dann kommen die Moral Issues, die Moral. Und genau das hat durchgeschlagen, also die Hauptkernwählerschaft, 4 von 10 Wählern haben, Wählerinnen hauptsächlich auch, die Mehrheit der weißen Wählerinnen haben Trump gewählt. Eine kleine Mehrheit, aber ja, eine kleine, aber das waren genau die, in Hillary Clinton den Teufel gesehen haben. Ich habe mit dem Mann gesprochen, der von Trump, wenn Sie das interessiert, darf ich das nochmal kurz, um Ihnen zu zeigen, wie taktisch der auch war. Der ist hergegangen, Trump, und hat einen gefragt, kannst du die Katholiken für uns klar machen? Dass die Evangelikalen da das kaufen würden, war klar. Und der hat ihm gesagt, nein, bloß nicht. Wenn wir jetzt da eine Kampagne machen, Catholics for Trump, dann springt uns der Papst noch in die Quere. Dann geht es nach hinten los. Es reicht doch, wenn du auf der anderen Seite den Teufel hast, Hillary Clinton. Wahlkampfhilfe, mehr kannst du dir nicht wünschen. Die war klar jüngeren Frauen verpflichtet, der liberalen Agenda, einfach für das Recht auf Abtreibung. Das heißt, Hillary Clinton war jetzt nicht deswegen schon nicht die geeignete Kandidatin. Obama hat es gut vermieden, der hat diese Spitze genommen, um der Gegenseite nicht mobilisieren zu helfen. Aber genau diese Sache hat jetzt auch bei den, um jetzt dann wirklich noch auf Ihre Frage zu kommen, bei den Zwischenwahlen dieses größere Desaster verhindert. Nämlich, es hat die Senatsmehrheit gesichert, die Abgeordnetenhausmehrheit ging verloren, das ist aber ein historisches Muster und da hat er erstaunlich wenig verloren, also hat er unterm Strich gut abgeschnitten und er hat die Senatsmehrheit verteidigt. Also er muss sich keine Sorgen um Impeachment machen, weil das dann abgebremst wird. Er kann weiterhin diese Personen in die Ämter, in die Ministerien senden, die dann den Staat so klein wie ein Baby machen, damit man ihn wie ein Baby im Bade ertränken kann, hat mir ein Lobbyisten erklärt. Da geht es dann nicht um Babys, anders als wir denken. Und er kann weiterhin Richter nominieren. Er hat bereits 2 nominiert in diesem 9-köpfigen Gremium und das kann er weiterhin tun. Und das ist die 3/4 Miete für seine Wiederwahl. Ich gehe davon aus, dass er wiedergewählt wird. Nicht nur, dass Milliarden hinter ihm stehen, die jetzt Geld für ihn geben, sondern eben auch die Christian Right wird weiterhin heiß sein. Und wir dürfen nicht vergessen, dass die Demokraten jetzt, dieser Pyrrhus-Sieg, würde ich jetzt, und da unterscheiden wir uns in der Analyse, das war ein Pyrrhus-Sieg, weil sie können nicht mit den Republikanern das Budget aufblähen, wenn es um Ausgaben geht. Steuererleichterungen ja, aber wenn es um die Autobahn geht, um Infrastruktur, da brauchst du Demokraten, da ist Verlass auf die. Und er wird einen New Deal mit dem selbsterklärten Freihandelskritiker und Sozialisten Bernie Sanders machen. Die werden hier die Autobahn bauen, die Latinos in Jobs bringen und dann kann er die Latinos auch noch über die Moral Issues abholen. Das ist mein... Also bis vor kurzem war ich mit Ihnen. Ich wusste, dass jetzt da was geht. Keine von uns sind Propheten. Was tatsächlich in 2020 passiert, kann man wirklich nicht sagen. Mit Bernie Sanders wird er keinen Deal machen, da bin ich ganz sicher. Aber ich sehe das viel weniger pessimistisch als Sie, gerade weil ich... Demokratin bin. Nein, eigentlich bin ich demokratische Sozialisten, also insofern, es gibt ja keine Partei, aber insofern bin ich... Ja, Bernie Sanders. Ja, also Bernie Sanders, muss man verstehen, ist rechter als Angela Merkel in alles, was den Sozialstaat angeht. Also das muss man wirklich mal... Nee, es geht mir nur um Freihandel. Er hat Hillary Clinton dazu gezwungen, sich um 180 Grad zu drehen. Er ist protektionistischer als Trump. Ja, aber
America first. Ja. Bernie, you're the best supporter for America first. Wir können auch den ganzen Abend reden. Wenn wir sind ja noch nicht gar nicht da angelangt. Ja, ich wollte aber ein paar Korrekturen, wenn ich sagen darf. Erstens und ganz wichtig, ich weiß nicht, Sie haben den Eindruck gegeben, dass jetzt die Menschen, die Have-Nots, dieses Mal wählen gegangen sind. Das ist ein großer Fehler. Und es ist ein Fehler, den man heute hier auch macht bezüglich der AfD. Über die Hälfte der Trump-Wähler haben ein überdurchschnittliches Einkommen und haben einen Uni-Abschluss. Also, und das ist irgendwie ähnlich mit AfD-Wählern. Also es ist ein großes Fehler zu denken, das arme Pöbel hat diesmal das Sagen. Und für jeder andere. Das hat aber keiner gesagt. Sie haben gesagt, die haben erst. Ich habe Ihnen meinen Denkfehler dargelegt, warum ich bis April gebraucht habe, zu verstehen, dass er gewählt wird. Sie haben es nach der Wahl immer noch nicht richtig verarbeitet gehabt, als ich unser erstes Treffen deutlich gehabt habe. Viele haben es bis zur Wahl noch nicht verstanden, dass er gewählt werden kann. Also tun Sie jetzt nicht so, als ob Sie jetzt die empirischen Analysen da haben. Ich habe gesagt, ich habe bis April gebraucht, um von diesem Denkfehler runterzukommen. Danach habe ich ihn korrigiert und konnte eben dann die Wahl Trumps richtig einschätzen, vorhersagen. Ich höre mich auf. Ich gleich doch mal. Ich habe überhaupt keine Lust, so unhöflich angesprochen zu werden. Nein, ich bewege mich auf der Grundlage der Fakten. Und ja, tue ich das, was Sie sagen, das stimmt einfach faktisch nicht. Entschuldigung. Es ist so, dass der viele ins System reingezogen hat. Und es ist auch gefährlich, wenn Sie das sagen, weil wir damit eben auch unsere Demagogen und Populisten unterschätzen. Ja, Sie werden Leute reinbringen und ich widerspreche Ihnen deswegen in aller Härte, weil wir nicht weiterhin träumen dürfen und annehmen, dass die dann nicht wählen gehen. Ich träume. Mir geht es um die Sache, nicht gegen Sie. Mir geht es auch um die Sache, Herr Brammel. Und ich finde es enorm gefährlich zu glauben, dass die Trump-Wähler nicht gebildet und nicht wohlhabend sind. Also da gibt es etliche Studien. Das ist das Erste. Das Zweite ist, die Schwarze und Hispanics und junge Leute sind auch deshalb nicht wählen gegangen, weil sie sich sehr gut daran erinnerte, wie Hillary Clinton Wahlkampf gegen Barack Obama geführt hat. Und das war ein hässlicher, zum Teil rassistischer Wahlkampf, weshalb ich selber ja nur, weil sie die kleinere Übel war, sie wählen konnte. Das war eine dritte Punkt. Aber Sie haben nicht Bernie Sanders unterstützt, sondern Hillary Clinton. Die Latinos und die Schwarzen haben verhindert, dass Bernie Sanders, also ein logischer Widerspruch zu dieser These. Nein. Ich bewege mich wieder auf der Grundlage der Fakten. Ach so, und ich spinne oder was? Nein, weil Hillary Clinton konnte gewinnen, weil Latinos und die schwarze Bevölkerung sich für sie in den Vorwahlen entschieden haben und gegen Bernie Sanders, also ein Widerspruch zu ihrer These. Das nennt man falsifizieren, Frau Professor. Zum zweiten Mal in meinem Leben habe ich Lust, ein Podium zu verlassen. Würde ich nicht machen. Lass mich nicht so anstrengen. Also das ist einfach. Sage aber, das ist die Fakten widersprechen Ihrer These. Nein. Moderator. Schon gar nicht auf diese Art ausdiskutieren. Wenn Sie Lust haben zu moderieren, mache ich das. Aber ich habe Lust zu moderieren und würde gerne. Ich mache hunderte von Diskussionsrunden und das scheint mir auch ein bisschen wenig zielführend, sich immer wieder mit der schon bereits erfolgten Wahl zu beschäftigen.